Okay, ich wäre ready. Würde ich dann mal losrollen. Ja, mach die Limelights aus. Was sollen die sein? Keine Ahnung, was sie angemacht. Ach, die meinst du hier? Entschuldigung, falsches Bad. Hier muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Wow. Ich schiebe das Vorderrad hier. Ja, bist mit High Gain gefahren? Ja, kurz habe ich das mal kurz gedrückt, ja, und schiebe Ja, sie wieder rüber. das schiebt er gerne mal drüber weg. Zusammen? Mal machen. Ready for takeoff. Okay. Brake set. Brake set. Pull up. Spool up. Und Brakes, Brakes, Brakes. Und Airborne. Hier ab. Ja. Flaps ab. Und nach vorne raus. Traffic ahead. Ich hab Visual. Naja, aber meinst du, ich hab eine Ahnung, wo ich hier den... sag mal schnell finde. Den Wegpunkt oben. Wie meinst du das? Na, der Wegpunkt ist das doch so ein kleiner Strich, oder? Fliegen jetzt direkt drauf zu. Ja, hast du den geboxt, den Wegpunkt? Nee. Das ist es. Okay, das Truckstop ist unter uns. Dann Steer Point 2, turn left.
Haben wir was am Sound gemacht, ne? Die klingt besser als früher. Und on route. Geschwindigkeit? 384 indicated abnehmend. 380. Mach 069. Ja, also ich würde mit 1688 abwerfen. Ja, oder soll ich mir ich mache einen anderen Lasercode. Nee, kann ich nicht. Oder kann Wieso ich das? Kannst du das nicht? Gehen. Natürlich geht das. Aber bei, meinst du jetzt bei der 82 oder was? Also bei der GBU 12? Ja, nee, erstmal im Targeting Port. So, da meiner ist noch nicht on. Jetzt ist er on. Unten rechts ist UFC, da kannst du den Laser Search Track und den LTD eintippen. Musst du rechts, ist auf der rechten Seite steht UFC. Dann geht's im UFC. Wenn ich unten rechts UFC eingebe, dann steht da nur LST. LSTC. Kann ich nur eine Sache eingeben. Und nicht beides. Echt? Mhm. Bitte? Okay, aber auch das spielt keine Rolle. LSTC. Ich glaube, der muss dafür an sein, der Laser. Ja, der muss an sein dafür, dann kannst du es wechseln. Das ist der Kippschalter rechts. Da ist der. Verstehe. Sehr gut. Mhm. Okay. Dann nehme ich. Also, ich werfe meine Bomben ab mit 1655. Gut, ich lass aber, pass 16, auf, lass 8, aber, 8, genau, 20, lass 20. aber 16, 8, 8. Drin. Jetzt warte mal, jetzt ist ein Brainfuck, warte mal, wenn. Hey, die Bombe von mir erst noch einen Code haben da. Okay. Turnout. Wie feuert eigentlich den Laser? Wie war das nochmal? Den Trigger-Button gedrückt halten. Den Trigger oben auf Trigger drücken, oben rechts und dann den Trigger-Button gedrückt halten. Nee. Ich will, dass er auto-lasert. Ach so, dann einmal den Pickle-Button, dann geht der Laser an und dann nochmal den Pickle-Button, dann fällt die Bombe. Ich finde aber auch eine Marke, ne? Ich finde das noch gar nicht.
Ich habe noch gar keine Ziele ausgemacht da unten. Jetzt habe ich ein Ziel. Wie gehe ich nochmal in Point Track? Sansa Select in die Richtung, in der der TGP auf dem Bildschirm den TGP hast. Okay. Okay, ich gehe unter die Wolken. Turnhot. Turn hot. Also ich laser jetzt selbst, nur damit es keine Missverständnisse gibt, ne? Ich hab okay. Dingsbums. Okay, Paveway. Two times. Paveway. Irgendwas mache ich falsch. Lasert nicht. Da müsste doch so ein Laser-Symbol blinken, oder? Ja. Bin auf Trigger. Laser ist an. Das hat auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Steht auch oben Laserarm. Ja, ich muss den Laser dafür anmachen. Beziehungsweise den Master Arm Switch, sonst wird das nichts. Das ist holbar. Dann machen wir dann nochmal. Turnout.
safe way. Wo hängt der Targeting Port links, ne? Ja. So, Release in 50 Sekunden. Check. Oh, das war mein Target. Gut. Nice, okay, dann nehme ich den daneben. Okay, den habe ich auch. Ja, Gott ist wenigstens. Ja, da kannst du dem jetzt zugucken, oder wirfst du da jetzt drauf? Nee, wirf ihn nicht drauf, mach du mal ruhig. Ich glaube mal gut, dass wir hier Ziele in der Stadt treffen. Mhm. T.O.O. Was muss ich denn noch machen? Ich muss sie armen, oder? Hilf mir mal bitte bei den J-Dams. Ja, ich warte. Back. Okay, gut, ja, der Auto-Laser geht halt nach einer Zeit an erst, ne? Ja. Also, das steht dann am Display, ja, alles klar. JDAMs, ja, was wolltest du mit den JDAMs? So, ich habe die JDAMs, MoTOO, Fuse is instantaneously. Ja. Muss ich damit noch irgendwas machen? Nö. Du kannst halt unten bei UFC noch den Release Angel eindrehen, wenn du willst. Ist vielleicht besser, aber, also in der aber, Stadt. Ist aber durchgestrichen bei mir. Was? Was ist durchgestrichen? Im HUD ist das Ding durchgestrichen. Ach so, du hast so TDC Depress gedrückt und ein Ziel ausgewählt? TDC Depress muss ich drücken. Du musst immer es ist scheißegal, was du tust. Egal, immer wenn du auf irgendwas schießen willst, musst du TDC Depress drücken. Wenn du mit dem T-Pod arbeitest. Oder ein Flugzeug erfasst. Ja, stimmt. Und dann siehst du ja auch im JDAM-Display, siehst du ja dann auch Koordinaten eingeblendet. Ja. Genau, und wenn du den Diamanten drin hast, dann siehst du auch, wie sich die Koordinaten verändern, wenn du das verschiebst. Ja, das ich weiß mir die Modis, ich noch, ja. Es sind auf jeden Fall andere Modis als beim Lantern Pod, weil ich kenne die jetzt hier nicht. Ich müsste nochmal nachgucken, was jetzt hier Ground Moving Target ist und was Area Track ist. Aber ich finde ihn halt von der Bedienung her ein bisschen angenehmer als den Lantern. Einziger Nachteil ist, du kannst halt bei Nacht nicht mit dem Laser markieren. Ne? Die hat keinen Infrarotlaser, den siehst du nicht im Nachtsichtgerät. Achso, das hat er nicht, das wohl war. Irgendwie hat das Gefühl, ich komme da nicht so dicht dran. So, ich würde jetzt nochmal einen abwerfen. Ja. Beziehungsweise zwei. Worauf? Da steht so ein Fahrzeug in der Mitte. Und Mark ja, weißt du, was Zelt. Das für ein Fahrzeug ist? Weißt du, was das für ein Fahrzeug ist? Ja, das ist unser. Ja.
Okay, was ist unser? Ist das nicht unser Fahrzeug? Ich meinte, ob du den Typ bestimmen kannst. Ich würde sagen, dass das ein BMP ist. Aha, das wollte ich wissen. Gut, ich habe hier ein MI-113. Beziehungsweise ist es ein IFV, ist es, glaube ich. Ja, und ich habe hier ein MI-113 und Picker. Achso, in Zone, sagt er, ne? Und dann hau ich mal drauf. Weg. Naja, der ging daneben. Der zweite hat getroffen. Ja. Man muss immer TDCD Press drücken, damit er die Koordinaten aktualisiert, ne? Genau. Ja, das hatte ich nicht gemacht, okay. Gut, dann hätte ich jetzt noch zwei Mavericks. Fahren wir die an Wegpunkt 4 raus. Ja, können wir machen. Das sind sich bewegende Ziele. Ich glaube, das ist dann ein bisschen... Ja, okay. Ein bisschen cooler. Dann gehe ich nochmal Air to Ground raus. Willst du vorher an den Tanker? Warte. Such dir ein schönes Ziel raus. Ja, ich bin noch 37 Meilen weg. Sag dir Bescheid, wenn ich an dem Bahnorbit bin. Ich muss sehr tief gehen, weil ich bin hier voll in den Wolken. Oh, Dieter, mal gucken, wie es da drüber aussieht. Ja, so 20.000 Fuß. Ich denke, über dem Areal da sollte man nördlich davon, ich dann links von drehe, sollte ich unter die Wolken lasern können. Musst du dich aber zaunen, ne? Willst du zuerst schießen? Nee, schieß du mal. Ich soll zuerst schießen, okay, das ist... Ja. Sag dir Bescheid, wenn ich auf dem Ziel lasern kann und dann go for glory. Hast du das absichtlich so gemacht hier? Ja.
Ist ja nur die Frage, wo die hier gerade lang fahren. Ne? Ah, ich sehe sie. Okay, ich habe einen Track. Bist du ready? Yes. Laser on. Turn hot. Target acquired. Rifle. Fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Und check. Sehr schön. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich einen Laser Search Track hinbekomme, dann bin ich glücklich. Laser Search Track. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Wusste ich mal, jetzt weiß ich es nicht mehr. Wie war denn das nochmal? War das nicht kann Cage Uncage Button drücken? Habe ich auch gedacht. Und? War es nicht? Hat nicht funktioniert, nee. Ich muss erstmal das Ziel wieder sehen, dann kann ich ein paar Knöpfe drücken. Und das auch einfach mal kurz bei Dings eingeben. Bei Google eingeben. Vielleicht kommt dann direkt ein Knopf DCS 18 L Laser Search Track LS. Okay. Spontan findet man nichts. Nur 25 Minuten Videos. Warum gibt es da kein Laobi-Video drüber? Du könntest aber auch noch was lasern, also. Ja, ich habe noch nicht genug Knöpfe gedrückt. Ach, ich hab's. Moment. Der heißt Markieren, Aufheben, Bugradsteuerung. Der Bugradsteuerung kannst du in dieser Feldstreck machen.
oder? Nee, doch nicht. Nee. War das dann, Ach, weiß nicht. Unten, du musst drücken. Du musst die Taste drücken. Unten steht LST im Display. Wenn du den Dings ausgewählt hast. Oh. Ach so. Okay. Wenn du willst, kann ich dir jetzt was lasern. Ja, kannst du machen. Welchen Lasercode hast du drin? Ich habe 1688 drin. Okay. Aber ich muss auf jeden Fall auch noch dichter dran, ne? Erwisch keinen. Okay, jetzt hätte ich was. Oh, Moment. Okay. Ich glaube, jetzt gleich kann ich suchen. Gut, kannst du Laser on? Nee. Ich hab den Moving Track. Okay, Laser on. Mal gucken, ob ich ihn noch reinkrieg. Krieg keinen rein. Jetzt. Jetzt habe ich. Aber sie will nicht raus. Warum nicht? Warum machst du Arm? Cage an Cage. Rifle, alles gut. Du machst den Arm ausgemacht eben. Ah, okay. Ja. Sehr geil. Nice. Gut, jetzt würde ich sagen, lasern wir uns beide selbst nochmal eins. Ja, kann man machen. Ah, so war das. Das ist echt nervig, dass das Flugzeug immer im Weg ist, ne? Ja. Check. Oh. Machst du das? Ich habe jetzt auch mal einen Radar Warning Receiver gehabt. Ja, kann sein, dass es... Ah, das sind die... Dass das eine Vulkan war. Ich bekomme eine Homefuel-Warnung angezeigt. Ja. Ging jetzt durch Scheiben, muss die noch loswerden.
Wegpunktleute. Und check. Ja, nice. Okay, wo wollen wir denn hinfliegen nach Hause? Willst du nach Nellis nach Hause oder willst du nach Lincoln? Ja, wir können Lincoln nochmal auffüllen, wenn du willst. Ja, alles klar, dann machen wir das. Dann mache ich mal den Teapot Standby. Genau, das mache ich auch. Master Arm off, Lights on, Navigation Mode. Und dann war das Tarkan 91X, glaube ich. Okay, whatever you say. Meilen sind das bis da? Habe ich auch angezeigt, ja. Was denn sein? Ja, irgendwie sind das nur 90, ne? Der zeigt mir den Tarkan auch noch gar nicht an. Doch, jetzt zeigt er den Tarkan an. Nö, 149, sagt er. Unmöglich. Steht auch GFS. Was ist denn GFS? Wo soll der Flugplatz denn sein, GFS? Wo ist denn Link? Ah, jo, es gibt hier auch schon 91. Das ist mitten in der Pampa, Alter. Gottes Namen. Ja, das musst du auch erstmal wissen, ne? Gibt hier schon Navigationsteil. Das wo, ist natürlich wo ist denn der Flughafen überhaupt? Der Flugplatz. Wie heißt der? Lincoln. Lincoln ja. County. Lincoln County. Ist das, na, da können wir auch zurück nach Nellis fliegen, komm. Ja. Dann mache ich das lieber nochmal neu. Das ist Tarkan 12, das geht wenigstens. Gut, dann muss ich den Tarkan ändern. Also ich gucke ja nur nach den Flugplätzen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da mitten in der Pampa ein Tarkan-Sender ist, der so heißt. Also, gut, Tarkan 12, der geht auch rein. Ne, der geht noch nicht rein. Nö, bei mir geht er auch noch nicht rein. Also müssen wir kurz auf Wegpunkt 1, kann man dann schon mal stellen. Der bringt uns da in die Richtung. Und den Cecil auf 209 Grad. Ich bin auf 15.000 Fuß. Sehe dich aber blöderweise nicht auf meiner SA-Page. Die Frage ist, wie wirst du denn angezeigt auf meiner SA-Page? Ja, als kleiner Flieger nehme ich mal an. Nein, das glaube ich nämlich nicht. Ach, ich sehe dich, du bist hier ein B, ich müsste dann ein A sein. Genau. Ich bin hinter dir. Auf 28, ja, da ist 28 bis auf 28.000? Ne, auf 18.000. Okay. 18, ja. FA 18 auf 18.000.
bisschen zu spät hingeguckt. Wo ist der Truckstop? Irgendwo hier unter uns, da wo diese das graue Kästchen ist. Perfekt. Ah, komm, gehen wir zusammen rein. Flaps full oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Flaps full. Links, rechts? Links. Zehn Meilen. Ja. Check. Okay, Gear down. Gear down. Hey, warum überhole ich dich? Ich immer noch idle bin. Ich bin auch idle. Echt? Yep. Hast du deine Flaps denn noch voll? Weil meine Flaps sind gerade raus. Habe ich übelst Drag jetzt. Ja. So. 140 Knoten in etwa. Ach. Aus Macht der Gewohnheit habe ich den Haken ausgefahren und nicht die... Nicht das Gear. Oh. Ja. Ich gehe jetzt rechts rein. Okay. Aber wir sind so schön leicht jetzt, wir können richtig langsam. Ja. Nicht so langsam wie die F14. Liegt sie mit 119 Knoten an, wenn die leer ist. Das ist total super. Hm. Ah, aber 100, 138. Bisschen windig, ne? Ja, ein bisschen windig, ne? So von allem ein bisschen, es ist wolkig. Von hier will man gar nicht denken, dass das eben so ätzend war, ne? Aber wir sind hier auch 3000 Fuß tiefer als das Zielgebiet. Ja, mich hat das schon gewundert, als du da die Koordinaten durchgegeben hast und dann die Elevation. Ja. Touchdown. Touchdown.
Junge, Junge, Junge. Wir hatten einen langen Bremsweg, die Kiste, ne? Hast du Airbrakes ausgefahren? Ich fahre die am Boden immer aus, wenn ja, ich an Land bin. Ne? Vor das Rohr. Ready when you are. Okay, unser Callsign ist übrigens Devil. Devil 1 is ready to taxi. Devil 2 ready for taxiing. Devil 1 taxi, runway 09. Oder? So 09, ne? Yes. Texten muss ich mich erst noch gewöhnen, Alter. Ja, du darfst einfach kein High Gain benutzen. Ja, dann wäre ich da gerade nicht rumgekommen. Ich da kann schon, aber ich darf nicht dann so weit die Pedale treten, wenn High Gain ist. Da fehlt mir noch ein bisschen das Muskelgedächtnis. Bei der 14 sitzt das. Okay, Flaps half. Flaps half. Line up, runway. Mit zero. Oh, 03. Ja, 03. Line up. Line up, runway 03 right. Devil 1 is ready to take off. Devil 2 is ready for take off. Devil 1 pull up. Hold brakes, 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 release. Devil 1 airborne gear up. Devil 2 airborne gear up. Flaps up. Feet. 400 nach Brenner raus. Nach Brenner raus 95 RPM, 5 Grad. Und pushing steer point 2, turn left. Turn left. Okay, ich mach diesmal den ATC bei 400 Knoten. ATC on.
ATC on. Oh, fällt mir ein, du musst, ich muss noch Koordinaten rausschreiben, sonst gleich mal schnell für die Hawk-Stellung. Kannst du gleich machen. Aber gehen wir noch nicht durch die Wolken. Oh, zu spät. Naja, gut. Ich dürfte noch Visual auf dich behalten. Ja, die Wolken sind auch nur ganz dünn. Okay, dann go. Okay, dann drehe ich jetzt aus. Ja, ich hab dich. Mach mal auf 2,5 Grad. Mach mal den Attitude Hold on. Alright. Oh, verdammt, falscher Knopf. F10. Und die Hawk-Stellung. Das muss ich jetzt gleich auch mal aktivieren. Und lass mal Screenshots machen gleich. Okay, ja, ich, ja, was soll ich noch alles machen? Ich muss noch W-Punkte ausschreiben und so. Du bist aber auf Autopilot. Immer ruhig, Moment. Ich muss gerade, ich gehe gerade schnell ins UFC und tipps dir Point 5 ein. Dann gebe ich dir die Koordinaten weiter. Okay, Koordinaten sind drin. Daran. Roger, Augenblick, ich mach mir schnell Wirkung zu. Nord 3725213. 3725, normal. 213. West. Ja. 11638. Ah, Moment, da habe ich mich vertippt. 11638. 615. Stopp. West. 11638. Ja. 615. Elevation. Auf 5263 Fuß. Habe ich drin. Roger. Okay, ich habe auch eine Sam Hawk Bikes. Wenn wir Wegpunkt 2 erreicht haben in 9 Meilen. Switching. Dear Point 5. So. Rechts Early Warning, links Harm Display. Was nehmen wir denn? Es gibt SPTOO und PB für Pre-Briefed. Ja, TOO, ne? Würde ich sagen. Erstmal. Ja. Okay, ich habe TOO ausgewählt. Ach so. Dann einfach nur rüber mit dem TDC drauf oder so, ne? Ist das nicht so? Du machst das soll.
Ja, und dann brauchst du den Uncage, brauchst du den Cage Uncage Button und den Flare. Dann schaltest du durch, ne? Genau, richtig, bis du den Handoff kriegst. Okay, switching steer point 3. Turn right. Turn right. Sam Hawk ist drin. Ja, bei mir noch nicht. Hand off, Sam Hawk. Alter, ich bin aber auch wirklich so schlecht, ey. Ist das Säule, das Display? Nee, darum geht's nicht. Ich muss natürlich im Air-to-Ground-Modus sein und... Ja, Hawk ist drin. Ist da noch ein zweites aufgeploppt? Nö. Ich hab nur Hawk. Obwohl, ach, doch, da sind zwei. Das sind zwei Hawk-Stellungen. Das sind zwei Hawk-Raiders, ne? Ja. Ich kann das aber nicht unterscheiden, ob da... was da links und was da rechts ist. Also sonst schieße erstmal ich eine ab, dann warten bis das Blip weg ist und dann schießt du deine ab. Ein Radar wird ja offen sein. Ja, dann oder wir schießen... Oder ja, ne, ich bin da 50 Meilen weg. So. Dauert noch was. Ich könnte natürlich jetzt in den Pre-Brief-Modus wechseln, könnte die Hawk da rein programmieren und dann feuern. Das kannst du tun, ja. Andererseits kann ich halt auch einfach auf 50 Meilen ranfliegen und sie dann abfeuern. Aber der wechselt bei mir die Hawk-Stellung auch nicht. Der schaltet das hat immer hin und her und Harm ist auch durchgestrichen. Was mache ich denn falsch, ey? Das Harm ist so lange durchgestrichen, wie du kein Handoff hast. Dann erst dann ist die klar. Wann kriege ich denn den Handoff? Wenn du ein Cage an Cage drückst und ein Ziel ausgewählt hast. Also mit 4 FOV schaltest du die Ziele durch und mit Cage an Cage lockst du sie. Mit 4 FOV. Ach du Scheiße. Das ist aber... Die sind ja so dicht nebeneinander. Okay, Magnum.
Timo, ich bin zu doof dafür. Wieso? Ist das Display so rein? Der linke Bildschirm? Linke Bildschirm habe ich. TOO ist ausgewählt. Ich kann die auch hin und her schalten, aber wenn ich den Cage-Uncage-Button drücke, dann wechselt er bei mir nur das HUD. Das HUD? Ja, also er wechselt das HUD sozusagen von fest in nicht fest. Die schießt. Auf mich? Unbekannt. Auf mich wahrscheinlich. Ne, weiß ich. Turn erstmal cold. Aber ist auch alles an. Ist Master Arm on? Master Arm. Guck mal. Air to Ground Modus war eben nicht an, aber trotzdem. Uiuiuiui. Hab ich doch eben angemacht. Jetzt habe ich ein Hand auf. Haben es raus. Ja, also. Hat geschossen. Ja. Hand auf. Zu bekämpft werden, die Sau. Nee, Magnum. Sieht gut aus. Eine Arm ist eingeschlagen, ja. Meine Arm fliegt sonst wohin. Aber ich glaube, die Stellung ist immer noch an. Die Stellung ist auch noch an und ich sag dir auch warum. Die muss dich locken. Wenn du die nicht gelockt hast, dann trifft die auch nicht. Aber hey, das ist doch die Gelegenheit für uns, mal mit den IR-Maverick daran zu gehen. Und sterben. Niemals.
müssen erstmal aufwärmen. Naja, bei mir auch. Dann mache ich auch direkt schon mal meinen Jammer auf X mit. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, ihr Track Raider, das lange ist weg. Das könnt ihr jetzt schon schießen. Haben wir ein bisschen näher rangeflogen. Das ist ein Early Warning Radar noch und ich glaube, diese Kiste steht da immer noch. Was brauchen wir denn? Wir brauchen das Auto, ne? Wie das Auto? Wie meinst du das? Naja, diese Kiste mit den beiden Schüsseln drauf. Ja. Oh, meine Maverick ist aber noch nicht scharf. Oder? Doch. Wie konnte ich der Maverick denn sagen, dass sie da hingucken soll? Cage an Cage. Ah ja. Na, irgendwie tut sie das aber nicht. Ah, sie muss dafür selbst gecaged an Cage sein. Ja. Alles klar. Sekunden Timer, 3, 2, 1. Oh, er sagt in Range. Dann Rifle. Ich habe keine Ahnung, ob die trifft, werden wir sehen. Oh, verdammt. Los. Hat beschossen von der Scheiße. Nee. Ach doch. Ich krieg nichts ab hier. Da unten ist glaube ich noch eine Stinger. Das ist noch auf jeden Fall ist der Triple A. Okay, das kannst du haben. Die schnapp ich mir. Ich glaube, deine hat gesessen. Die war gut gerade. Nicht noch. Jetzt hat sie getroffen. Ja. Oh, verdammt.
Bitte spezifizieren Sie, dann kann ich eventuell was gegen machen. Nee, alles gut. Ich glaube, mein Flugzeug ist kaputt. Ich habe Kontakt zur Vulkan. 4 Meilen, Turnhout. Nee, ich glaube, mein Flugzeug hat was abbekommen. Okay. Mein Hut ist auch mega schief. Ich muss mich hier leider raustun. Alles klar. Okay, hat getroffen, sehr gut. Dann müsste ich doch gleich irgendwo vorne meine Straße finden. Ah, hier ist eine Straße. Alle Straßen führen nach Las Vegas hier. Ja. Das kann ich bestätigen. Ich war schon mal da. Das ist nix, ne? Außer die Stadt. Ein paar Meilen draußen ist noch eine ziemlich geile Shopping-Mall, wo du Jeans für ein Apfel und ein Ei bekommst. Ja, richtige Jeans. Richtige Jeans, ja. Levis und so. So was. Jetzt klingelt's. Ja. Ah, hier ist die Straße. Da ist auch der Truckstop. Da ist der Flugplatz. Ah,
Also muss ich ganz da meine Ersatzinstrumente benutzen. Das wird bei der Landung ja lustig, wenn ich die ganze Zeit nach da unten gucken muss. Ich bring dich da rein. Ich komme hier schon angefetzt. Mach mal das Klingeln aus. Ich brauche das noch, damit ich dich visual hab. Jetzt. Ich werde das schon mal langsamer gucken, ob das Fahrwerk rausgeht, bevor es gleich nicht rausgeht. Hat das Ding Emergency Gear Handle? Bestimmt. Ich glaube schon, ne? Ja, hat's. Geschwindigkeit? 200 Knoten. Na gut, das Fahrwerk ist draußen. Schon mal die halbe Miete. Gehen auch raus. So, 140 Knoten. Ah, aber cool, die Anzeige wird nach unten hin viel, viel schmaler. Das ist sehr gut. Nee, wird nichts mit reinbringen. Ich hab dich brutal overshootet. Da fehlt mir noch das Feeling für. Aber das ist nicht so schlimm, ich komme ganz gut rein.
unten. Ja, dann roll mal auf Seite. Ja, ich bin rechts gelandet. Naja, ich weiß nicht, ob ich lenken kann. Ja, haben sie mich beschossen. Und witzigerweise wollte die Vulkan gerade auf mich anlegen, da schlug die Maverick ein. Ja, immerhin. Ja, immerhin, ja. Ja, war fein. So, ja. Ich sehe aber noch großes Übungspotenzial, also ja. Ich muss mich daran halten. Ja, sehe ich auch. Ja. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich noch eine Kampagne anfange, weil da lernt man eigentlich immer am meisten.